Herzlich willkommen, Alexander the German Nightmare Kage. Und willkommen zu den Offiziellen dieses Kampfes. Aus Deutschland allesamt Andreas Schweiger, Mustafa Erenay sowie Diana Milani. Der Mann im Ring, ebenfalls aus Deutschland, Timo Habichhorst. Und nun zum Kämpfer in der blauen Ecke. Er ist 31 Jahre alt, 77 Kilogramm schwer, 1,75 Meter groß. Seine Kampfbilanz, 24 Kämpfe, 10 Siege, 3 Unentschieden bei 2 Knockouts. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus Georgien, Georgi Gogebashvili! Und nun sein Gegner in der roten Ecke. Er ist 20 Jahre jung, 78,5 Kilogramm schwer, 1,95 Meter groß. Seine Kampfbilanz als Profi. 2 Kämpfe, 2 Siege, zweimal durch Knockout. In seiner Ecke sein Trainer Jan Kamp, meine Damen und Herren, aus Bad Harzburg. Herzlich willkommen, Alexander, the German Nightmare Kage. Der Kampf ist angesetzt auf 6 Runden, 6 Rounds of Boxing. Die Boxer zur Mitte, the Boxers to the center. Die Boxer sind bereit. So let the fight begin. Alexander Kage bringt eines mit, was im Boxen extrem wichtig ist. Großes Selbstvertrauen gepaart. Runde 1, Round Number 1. Außerdem weiß er sich bestens zu vermarkten und hat sich auch einige ehrgeizige Ziele gesteckt. Für einen super Mittelgewichtler ist er mit 1,95 Meter extrem groß. Gleiches gilt natürlich auch für die Reichweite. Und heute trifft auf einen erfahrenen Mann aus Georgien. Auf Georgi Gogebashvili. 20 Zentimeter ist er kleiner. Also Führungshand rausknallen und den Angriff übergeben. Das macht er gleich, der Alexander Kage. So, dann geht er schon mal runter. Der Gogebashvili. Ohne dass er jetzt so hammerhart getroffen worden ist. Na, ich hoffe, dass er sich da jetzt ein bisschen berappelt und nicht gleich die Fliege macht. Na, da kommt er gar nicht ran an Kage. Der seine langen Gräten da auspackt. Da ist er weggerutscht. Na, geht weiter. Kann man sich auch mal ganz schnell eine Sehne reißen, aber Gott sei Dank gut gegangen. So, vorher hat er gerade vorgehabt. Also Kage mit den 20 cm rutscht schon wieder weg. Was hat denn der für Schuhe an? Die sind vorne irgendwie umwickelt, wahrscheinlich sind die kaputt. Man rutscht da immer. Na, das war jetzt nichts. Das war eigentlich eine kleine Kombination an Kopf. Der hat keinen Bock. Also einfach. Also ist natürlich enttäuschend, auch für einen Kage gegen solch einen Gegner anzutreten. So, jetzt hält er sich das Bein, allerdings am Knie. Nee, komm, hör auf. Also das war ein Mismatch, das war ganz schwach von Georgi Gogebashvili, sich hier einfach wehrlos zu ergeben, ohne dass er groß getroffen worden wäre. Schade für Alexander Kage, er hat sich viel vorgenommen. Nicht nur in diesem Kampf, sondern auch für seine Zukunft. Er will sich so ganz langsam nach vorne
kämpfen bislang gegen Murat Dönmez und gegen Mario Obenauer. Gewonnen, gegen den wurde er in seinem zweiten Kampf Baltic Boxing Juniorenmeister. Gut, kleiner regionaler Verband, aber immerhin. Hat es vor also bis 2001, 2002 vielleicht mal um die deutsche Meisterschaft zu kämpfen, Alexander Kage. Wird betreut von Jan Kapp, dreimaliger Niedersachsenmeister bei den Amateuren, und er war auch schon im MMA erfolgreich. Ein Kampf, ein Sieg gegen Mirko König, und dann ist er zum traditionellen Boxen gewechselt. Also nach dem Kampf kann man gar nichts sagen, wo er steht, wie gut er ist. Er hat das Ding ja für sich absolviert. Weiß wahrscheinlich selber nicht, warum der George Gorgabashvili da ständig zu Boden gegangen ist. Gut, das eine waren die Schuhe, die da rutschig waren, das andere war seine miserable Leistung und seine miserable Einstellung, die er da aus Georgien mitgebracht hat. War schon 2006 Profi, 2007 bis 2014 hat er mal eine Pause gemacht. Dann nochmal später 2 Jahre Pause von 14 bis 16. Und nach seinem Comeback, da läuft überhaupt nicht mehr runter, aber wenn man ihn so sieht, wie er kämpft, dann braucht man sich da nicht wundern, dass er kaum noch gewinnt. Letzter Kampf vor über einem Jahr, K.O.-Niederlage in Lüdenscheid gegen Fatih Altokaya. Der hat immerhin heute einen Kampfrekord von 26 Kämpfen, 26 Siegen mit einer K.O.-Quote von 93,75%. Okay. Was dann auch über Georgi Gorgabashvili. Ich hoffe, wir werden ihn zumindest im Ring in Deutschland nicht mehr häufig sehen. So, noch ein kleiner Applaus zwischen Kai Petzmann und dem Kage-Team. Letztes Urteil. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Sieger durch technischen Knockout. Nach 1:57 in der ersten Runde, Alexander the German Nightmare Kage. So, erste Runde, die Sache hier beendet. 3 Kämpfe, 3 Siege, 3-mal vorzeitig gewonnen der Alexander Kage.